So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Weiß. Im letzten Part haben wir die Route. Welche Route war es nochmal? Moment. Nein! Was ist eine Karte? Moment, ich hab's gleich. Hier. Die Route 7. Das war's. Route 7. Abgegrast. An Trainern und etc. Und nun geht es weiter. Im Turm des Himmels. Wir sind immer auf der Suche nach Geraldine und wir werden nicht lange warten und es geht direkt los! Mit einem Trainerkampf. Yay! Und irgendwas wollte ich sagen, ich hab's nur gerade ja vergessen. Lasst mich überlegen. Ja, ich steck jetzt schon richtig ein, ne? Ein Pygraulon! Boah, wie ich ihn warm huste, da. Das ist so ein Pokémon, bei dem ich den Namen nie weiß. Der ist nur die Weiterentwicklung von Pygraulon, ich weiß es gerade nicht. Verdammt! Ich kenne den Namen. Er will mir gerade noch nicht einfallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Oh Mann, und CPU-Assistent geht mir gerade zu weit nach oben. Runter mit dir! Monozyto. Ui, ein Trainer für mich. Also für Cheetah. Genau. Ich hab mal. Punkt 1. Ich hab mal herausgefunden, auf welchem Level, Koopa Hausbruch erlernt. Ich hatte recht, es ist 40. Yay! Es ist also nicht mehr zu weit. Und das wird dir, da werde ich auf jeden Fall beibringen. Und da lasse ich doch mal, glaube ich, gerade bei Vegeta. Ja! Zurück natürlich, nicht weiter. Vergiss es. Es tut zwar in dem Fall eigentlich nichts zur Sache. Nochmal nach die. Boah, da, da! Eigentlich nichts zur Sache, zumindest bei diesem LP, aber ich wollte noch eine Frage an euch. Und zwar, wenn mal wieder ein LP kommt nach Ocarina of Time oder so, hättet ihr es eigentlich lieber, dass ich es 4:3 lasse ohne Rahmen? Es gibt da mehrere Optionen. Oder, dass ich es 4:3 lasse mit dem Rahmen? Im Rahmen gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Wenn es der Typ, der mir mein Zeug macht, hinbekommt, der Default 0, ne? Der, muss ich nochmal erklären, dass, dass die komplette Höhe des Videos, also über den kompletten Player geht, und der Rahmen dadurch eine Seite kleiner ist, und oben und unten kein Rahmen ist, oder wollt ihr es so, wie es bei Ocarina of Time momentan schon ist? Oder jetzt gibt es eine Möglichkeit, ich strecke das dann einfach auf 16:9. Mir ist es eigentlich recht gleich, wie ich das mache, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch da lieber wäre, ne? Das würde mich auf jeden Fall freuen. Zwangsauswechslung. Toll, jetzt weiß ich nicht, was kommt. Ich muss wechseln. Los, Koopa! Also schreibt einfach mal in die Kommentare, was euch da wohl lieber wäre. Natürlich jetzt ein Psycho-Pokémon. Warum nicht andersrum? Ja, ich wechsle gleich nochmal. So einfach geht's. Bam! Wir wollen ja auch, dass Dieter-Pipe hier hält. In der nächsten Arena wird sowieso brauchen, glaube ich, fast alleine regeln. Also, dass wir hier ein schöner Nachthieb drauf geklatscht. Ah, zoom, zoom! Weg! Okay, damit wäre der Punkt. Fragen, wie welches Videoformat für 4:3 Spiele zum Beispiel, wenn dann irgendwann mal Gamecube-Spiele kommen. Soll ich die dann genau für solche Punkte frage ich? Oder wenn nochmal N64-Games kommen? Wie soll ich das machen? Schreibt es mir einfach in die Kommentare, das wäre damit abgehakt, das Thema. Blöderweise habe ich mir kein zweites Thema vorgenommen, also muss ich mir überlegen, was ich jetzt sage. Wobei, wir hatten zwei Themen abgehakt. Wir hatten einmal das Hausbruch von Koopa und einmal das mit dem Format für 4:3 LPs. Also, Spiele, die statt der Johannes oder... Egal, vergiss es. Ja. Ach, lass mich grad. Nein, nicht Flucht! Ich hab nach oben gedrückt! Warum reagierst du nicht, wenn ich nach oben drücke? Egal, jetzt reagiert er wieder. Egal. Egal! Dam, dam! Weg. Mal überlegen, was gibt's noch zu sagen? Shit, Statik! Ich hasse dieses. Ah, Mann, da muss ich jetzt zu Koopa wechseln. Hab jetzt keinen Bock, mit einem paralysierten Cheater zu kämpfen, das ist einfach nur nervig. Na, Paralyse ja. Meine Initiative um 75% sinkt, kann ich hier nur einsetzen angreifen. Da müsste ich schon, glaube ich, 5 Agilität einsetzen oder so, damit ich hier schneller werde.
Galabold! Wo du? Blatt gemacht. Oh, das sieht aber wenig ab. Oh, Kraftschub. Das könnte. Na, okay. Das ist nicht sowieso nur physische Attacken, also ist mir auch egal. Lake! Wir tränken das Viech im See. Mal sehen, ob es. Ja, es hilft. Wie es aussieht, hilft es. Ne? Johannes. Wie spricht denn diesen Namen aus? Das. Hä? Ein Paraheiler. Einmal für unser Jesus, damit er nicht ganz paralysiert ist. Haben wir noch irgendeine Attacke, die er in unserem Programm brauchen könnte? Ah! Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ich weiß, wo wir Stecker herbekommen. Wir haben es verpasst. Aber dazu gleich. Ich gucke gerade mal durch. Ob hier irgendwas ist, was sich lohnen würde beizubringen. Ladestrahl. Raub. Sollte ich nicht. Eigentlich nicht wirklich, oder? Egal. Bin nur gerade auf die Idee gekommen, weil es ja so gerade zu schön da war, ne? Ja, ich will mit dir. Was meinst du, warum ich mit der Absicht. Ach, je. Dieser Trainer. Juliane. Ein deutscher Name! Wow! Ist ja auch eine Rarität, es kommt in jedem Part nur einmal vor oder so. Mein Arm wurde doch nicht angelegt, egal. Ja, ein extremer Themenwechsel. Okay, finden wir jetzt heraus, ob Kiefer gegen Kiefer sehr effektiv ist. Oder Normalschlag ist. Ja, Normalschlag. Das Viech ist Pflanzekäfer und ich habe den Käfer-Tag eingesetzt und jetzt werden wir ausgewechselt. Yay. Oder auch nicht, der Kampf ist nämlich vorbei. Okay, so kann man es natürlich auch sehen. Ich wollte eigentlich das Item nehmen. TR-61 Irrlicht. Aha. Wenn wir Feuer-Pokémon hätten, wäre das eine interessante Attacke. Aber wir haben kein Feuer-Pokémon, also ist egal. Noch nicht zumindest. Oder vielleicht auch doch für immer. Hier geht's. Das ist wieder gespoilert, ohne es zu wollen. Egal. Ich liebe es einfach zu kämpfen und so viel Story zu haben. Ah, oh Mann, das ist ein Tank, das Viech. Ich glaube, da wird ein müder Nachthieb nicht ausreichen. Deswegen gehe ich auch nochmal sicher. Erstmal schiebe ich das Viech an, damit es die Verteidigung sinkt. Ich würde schon sagen, du steigerst jetzt deine Verteidigung, ne? Ach, jetzt kann ich kein Volk gefallen. Ist mir aber egal, du wirst trotzdem drauf gehen. Ah, Tam Tam! Weg. Ja, hat gereicht, gut. Level 39, ich heiße dich willkommen. Und mir fällt noch was ein, was ich gerade machen muss. Nach dem Kampf. Ich habe irgendwie das Bild von Brocken gesehen und dazu Agilität. Ach man. Ich weiß doch, was Agilität macht. Also machen wir gerade Silberblick aus. Zam. Ich weiß doch, was Agilität macht. Da kriege ich auch noch drauf, ne? Ach je. Mal ran hier. Ich wollte was anderes haben. Wollte hier hingehen. Oder haben wir das schon gemacht? Erstmal sortieren. Wundersaat. Wir haben gerade vergessen, unserem Lauch Wundersaat wiederzugeben. Ja, austauschen bitte. Danke. Du. Woher wusste ich wohl, dass du kämpfen willst, ne? Ich liege gerade sehr unangenehm mit meinem Arm auf dem Schreibtisch. So. Sitzart wechseln. Broke oder hä? Ah, ja, das Pokémon, das man hier mal findet. Lichtel! Ba-da-ba-ba-da. Also wenn ihr eine Feuer-Pokémon sucht, das ihr für euer Team haben wollt. Das Viech ist echt gut. Nur blöderweise kann es Flammkörper und ich hab's gerade vergessen. Verdammt, seine Fähigkeit Flammkörper. Nein. Gut, ich will jetzt nicht verbrannt werden. Das ist nämlich sehr ungünstig. Dann sinkt nämlich mein Angriff. Ah, ein Fiesiamo. Das kann eine Chance gegen Borken. Okay, Nachthieb. Bam, bam. Ich glaube, ich lasse Glücksei ab sofort mal aus dem Spiel. Ansonsten bin ich nachher noch so voll überlevelt, ne? Und so mache ich wahrscheinlich noch mit Brocken, also mit Brocken in Anführungszeichen. Eigentlich ein Dieter fertig, denn. Baum. Den Wald halt. Okay, ich habe eine Begründung gefunden, weil er hier sehr effektiv ist, sind lauter Psychos drin und da
könnte ich ja nicht mit einem Dieter gut, kann ich mit Unlichtattacken gut punkten. Beziehungsweise mit Käferattacken oder dann auch. Aber wir wollen Nachthieb! Dance, dance! Bags. Ah nein, Mumie! Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was Mumie kann? Ich weiß es gerade gar nicht. Also die Fähigkeiten kann ich mir nicht so auch bei neuen Pokémon. Ich kann mich allgemein. Also ich hätte mit den Typ Arten kein Problem, aber. Mit den Fähigkeiten an sich. Könnt ihr mal schreiben, was Mumie gerade bewirkt, außer dass es halt den. Dass es dann den Gegner auch Mumie annehmen lässt, aber egal. Golbit! Ich habe gerade Golbat gelesen. Toll! Weil du bist doch Bodengeist, gell? Lake. Eigentlich könnte ich hier auch Koopa trainieren. Kann die auch nur durch die Attacke. Aber nein, das wollen wir nicht. 39. Karl. Ein amerikanischer Name. Name. Was für ein Wort gewesen? Name. So, ein weiterer Kampf für uns. Warum habe ich das Gefühl, dass wir diesen Kampf gewinnen werden? Markus! Deutscher Name! Hui! Bitodos, oh. Die Wetterentwicklung von Monozyto. Hatte ich noch nie ein Team. Das wäre mal interessant. Das würde ich gerne mal ins Team nehmen. Ich glaube, ich habe gerade ein Teammitglied gefunden, das ich für Weiß 2 nehmen werde. Das könnte gut sein. Das wäre eine Idee wert. Ich wollte das die ganze Zeit schon mal im Team haben. Nur, ich spiele momentan Schwarz 2. Da habe ich auch überlegt, nehme ich es rein oder nicht. Aber Schwarz 2 gibt es kein Monozyto. Damit hat sich das Team auch wieder gegessen. Ah, warte, mit dir will ich reden. Du hältst mich, nachdem ich gegen dich gekämpft habe. Ja. Ich überlege gerade was. Also das Viech ist ein Ersatz von Monozyto und vollkommen scheiße. Nachthieb! Verdammt! Down. Es kommt aus dem Schatten und greift an. Ach komm, 40, komm. Mamo wieder. Da werde ich Pokémon wechseln. Das Viech ist nämlich Wasser. Hat das eigentlich noch ein Zweityp? Ich habe das Gefühl, es hat Wasserkrampf, aber ich glaube, das ist nur Wasser, oder? Auch ein weiterer Punkt, schreibt es in die Kommentare. Was ist das für ein Typ? Wasserkampf oder einfach nur Wasser? Ich habe irgendwie Wasserkampf gerade im Kopf, aber ich weiß auch nicht warum. Bam, bam, bam. Das ist so das Scharnierer der Wasser-Pokémon. Soweit ich weiß. Aber in dem Fall nicht ganz so stark. 41! Woo! Liga an Helga. Der Name ist okay. Dam, doin, do, ba, don. Yay. Ah, lass mich in Ruhe. Jetzt kommt noch eine Etage, oder? Oh mein Gott, aber hier sind lauter Ast-Trainer. Und so weiter und so fort. Ah, Astrainer-Kämpfe. Die haben wenigstens starke Pokémon. Ein auf jeden Kuji, das ist kein deutscher Name. Ein Bissbark. Biss und Bark. Bark heißt Bellen. Biss und Bell. Biss Bell. Also, das wäre das deutsche dann. Egal. Da brauche ich keine Agilität, das habe ich auch so. Balance! Es gibt eine Attacke, die ich jetzt gerade lieber haben würde als Agilität. Habe ich nur mein Buch gerade hier? Nein! Ich greife jetzt an und hole gerade mein Buch, also bis gleich. So, meine Brille fliegt mir fast runter, aber das ist vollkommen egal. So, ey, 40, cool. Kabelsalat. So. Also, dann wollen wir doch mal schauen, das machen wir jetzt aber während dem nächsten Kampf. Habt ihr nichts, was zu sehen? Nicht mein Gameplay gerade hier hin. Wir rennen noch zu der Typi hier. So, in der Zeit kann ich gerade machen. TMSV, das war mal Fan. Aline. Naja, das hört sich noch Englisch an. TMSV und hier. Mm,
1888. Nativ. Oder ich kann gucken, ob Lisa die Attacke auch von sich selbst erlernt hat. Boah, sie hat jetzt aber wieder was anderes. Dieses Buch. Also, Moment, bitte! So, zurück mit doppelt so dickem Lösungsbuch. Boah, dann brauchen wir, ne? Wo haben wir denn unser Lieblings-Pokémon? Ah, da ist mir doch die Musik an, die ist schön. Ich glaube, jetzt da vorne. Aber jetzt kommt, glaube ich, kein Kampf mehr. Das ist schon die letzte Etage. Wobei die Musik ja auch geil ist, also lass mich. Ah! Hab Zoroa gefunden. Nein! Der lernt's nicht. Der Mist. Boah! Na, leider lernt's die Attacke nicht, die ich beibringen will. Das heißt. Das ist ein Item. Ah, Mann! Lass mich durch! Ja, das heißt, dass wir uns noch bis nach der Liga gedulden werden müssen. Schutz, 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 Schutz. Da bist du. Ich hätte ja verraten, was ich. Danke, dass ich ihn beibringen will. Dunkelklaue! Oh, nee, das wollte ich nicht beibringen, aber. Für physische Geistangriffe nicht schlecht. Nee, ich wollte ihm Schwerttanz beibringen, aber das erlernt wieder. Das erlernt sich selber und man findet die TM erst nach der Liga, also. Ah, da ist Geraldine. Puh, ein Glück. So. Danke, dass du gekommen bist. Was ich da vorhin gesehen habe, war tatsächlich ein verletztes Pokémon. Aber keine Sorge, es ist wieder in Ordnung. Ich habe ihm einen Top-Believer gegeben und es war nur wieder fit. Fit genug, um sich in die Lüfte zu schwingen. Das ist schön für das Pokémon. Ich habe ganz schön scharfe Augen, was? Allerdings sollte das bei einem Piloten auch nicht anders sein. Ach ja, wo du schon mal hier bist, willst du nicht vielleicht mal die Glocke erklingen lassen? Die Glocke oben im Turm des Himmels besänftigt die Seelen der Pokémon. Auch in den Herzen der Menschen hallt ihr Klang wieder. Okay, von mir aus. Gegen 5 Wände gerannt und dann. Das ist die Glocke des Turmes des Himmels. Lässt du sie erklingen? Ja. Blake lässt die Glocke des Turmes des Himmels erklingen. Jo, das ist eine Glocke. Ihre Glocke erfüllt die Umgebung mit ihrem wohligen Klang. Welch lieblicher Klang! Lieblicher, so ist richtig. Du bist wirklich ein gutmütiger Mensch, Blake. Und stark bist du auch. So, dann will ich mich dir noch einmal vorstellen. Warum? Ich bin Geraldine, die Leiterin der Arena von Paneros. Die wissen wir schon. Und ich benutze Flug-Pokémon, wissen wir auch schon. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Egal. Wenn du soweit bist, dann komm doch bitte in meine Arena. Du bist herzlich willkommen. Sag jetzt nicht, wir müssen den Tunnel nochmal runterlaufen. Bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Bitte. Lass mich hier fliegen können. Also wenn wir jetzt hier irgendwo nicht fliegen können, würde das keinen Sinn ergeben. Ah, wir können fliegen, gut. Wir wollen aber kurz noch einmal nach Iono City vorher. Denn ich habe ja Stärke vergessen, habe ich ja gesagt. Und da gibt's Stärke. Zahm! Black steht immer noch da. Cool. Ne? Zahm! Und zwar hier oben irgendwo. Hier, irgendwie von einem von denen. Schildernde Pokémon leuchten angeblich in anderen Farben auf. Wenn sie aus Grasspüsseln oder so hervorspringen. Das sind dann Shiny-Pokémon. General Rokaiman, welche Farbton die wohl haben mögen, das weiß ich gerade auch nicht, aber ist mir auch gerade egal. Du, oder? Ich finde euer City strahlt, beinahe so hell wie die Sonne. Ja, die Sonne. Passend dazu sollst du das von mir bekommen. Black Hell Sonnenstein, okay, das hatten wir doch noch nicht. Haben wir rein, sie eigentlich wirklich erkundet, oder? Nee, nicht wirklich. Wenn ein Pokémon, das dir sehr ans Herz gewachsen ist,
sich entwickelt, beeinflusst es noch nicht, das noch lange nicht seine Beziehung zu dir. Aha. Wenn man ein Pokémon entwickelt, macht es eine große Veränderung durch und wird grundsätzlich natürlich stärker. Entwickelt man es nicht weiter, merkt es sich dafür umso schneller neue Attacken. Das ist wahr. Ah, Mann. Das heißt, wenn ihr bei der EVD-Funktion sollte man darauf achten, dass das Pokémon die Attacken, die es wieder haben soll, schon möglichst früh hat, dass man es auch schnell entwickeln kann. So dass man das dann, ja, dass man es dann halt direkt entwickeln kann und dann kriegt man ja. Es ist halt schwieriger zu trainieren und man bekommt, dafür kriegst du halt Spare Step, also kriegst du mehr Punkte, wenn es ein neues Level hat, aber egal. Hast du dir das Muskel hier angesehen? Das war eine, das ein eigene Pokémon auf einer solchen Bühne zu erleben, ist dann ein bewegendes Ereignis, was? Es lässt sich kaum in Worte fassen. Ja, nicht so toll, ne? Shadow City ist der dritte Angelpunkt der Finanzwelt und wenn man sich vergnügen will... Ich habe schon gerade verprügeln lassen, gelesen, aber egal. Ist Rayona City die erste Adresse? In einer tummeln sich ganz verschiedene Menschen, Pokémon und durch den steten Zustrom von beiden wird die Region immer geschäftiger. Ach ja, falls ihr es nicht wisst, die Region Einal basiert auf Amerika und Shadow City auf New York City. Hey, du hast... du willst doch sicher mal erleben, was es heißt, richtig stark zu sein. Blackout ist halt im VM04. Stärke. Ein Pokémon, das Stärke einsetzt, muss sich nicht mal im Kampf befinden, um Felsbrocken zu verrücken. Wenn du dich mal einen großen Felsbrocken versuchen willst, empfehle ich gute 16. Mit einem kräftigen Haru geht alles. Aha, aha, aha. Jeden Tag zur selben Zeit beginnen die Baseball-, Fußball- und Football-Spiele. Wo im Sportstadion, ist doch klar. Auch noch so viel zu reden. Na sowas, sieh denn an. Dein Zugang scheint dich ja richtig gern zu haben. Das ist so grün, da habe ich doch gerade was für dich. Blöckert, Senfglocke. Ui. Das kommt... Na, okay, wir haben aber kein Pokémon, das sich zu tun entwickelt. Das ist uns auch egal. In der Sporthalle finden sowohl Basketball als auch Tennis-Matches statt. Oh je, wie schön. Okay, dann werden wir gleich nochmal diesen einen Punkt, den wir noch nicht untersucht haben, untersuchen, jetzt wo wir Stärke haben. Wo haben wir es denn? Hier haben wir Stärke. Eigentlich eine gute Attacke, aber kein egal, wir haben auch keine normalen Pokémon. Und jetzt seht ihr, was ich meine, das ist gut für... Ja, gibt nur so raus. Um Gegner zu nerven, also es ist gut... Ja, was sage ich da? Für VMs, meine ich. So, weg. Fahrrad! So war das nicht gemeint. Warte mal. Aha. Aha, aha, aha. Das sieht wenig. Aha. Aha. Okay. Ist mir nur gerade aufgefallen, der... Ich habe ja so diese PlayStation-Nachahmungs-Controller hier. Das können wir jetzt verschieben. So! Weggehauen. Ja, Und wenn man auf der hatte noch halt so zweiten Steuerungs Analog-Stick, die ich normalerweise bei Zelda zum Beispiel für die C-Knöpfe verwende. Wenn ich jetzt hier irgendwie nach oben zur Seite drücke, entspricht das gleich X. Interessant. Eine Herausforderung von Bekura. Was? Ruxandra? Soll jetzt eine Mischung aus Alexandra und Rucksack sein? Weil dann ist es ziemlich kacke. Ja, ein bisschen unterlevelt sind die ja schon, ne? Gedanzt! Also das war jetzt kein allzu schwieriger Trainer. Atomradar. Ich hab keinen Schutz aktiv, ne? Ein Monozyto, jui. 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 Das ist es jetzt, ne? Jui. Flucht! Das ist immer die geilste Attacke von allen. Flucht. TM66, Gegenstoß! Ich wollte da noch hinten reingucken, ob da was ist, aber natürlich kommt erstmal ein Monozyto. Los, Brocken, mach es alle! Oder flieh einfach, wie du willst. Ah, Mann. Nervige wilde Pokémon hier, ne? Ah, da ist noch ein Item! Holzkarte gefunden! Frage, wo kommt eigentlich Zauberwasser her? Muss ich mich mehr informieren. Okay, damit hätten die hier alles abgesahnt. Cooper kommt wieder hier hin und wir fliegen zurück nach Panaero City.
Ciao. Na, heilen wir kurz Pokémon. Jetzt immerhin geht's in die Arena, ne? Und dann gehen wir vielleicht noch kurz einkaufen. Ja, vielleicht ganz gut. So, Pokémon geheilt und dann ab zum Supermarkt. Ne? So ein bisschen shoppen ist immer schön. Alles klar. Das meinte ich am Anfang von meinem P, habe ich glaube ich gesagt. Man kriegt bei Schwarz-Weiß so viel Geld. Das ist so krass. Und dann Kopfhörer fragen sich gerade irgendwo. Passt so eigentlich auch? Ja, hol mir hier ordentlich was, damit nicht mehr Schutz ausgeht. So, 20 Schutz, das reicht dann erstmal. Für die nächsten paar Routen dürfte das dann reichen, ne? Also auf in die Arena von Panaero City. Hier, nimm dieses Tafelwasser. Wortlos drückt er mir ein Tafelwasser in die Hand. Okay, er hat drei Worte gesagt. Hier, nimm das Tafelwasser. Vier Worte. Das hier bleibt unter uns, versprochen. Wusstest du das? Flug-Pokémon. Überraschend anfällig gegen Attacken vom Typ Gestein, Elektro und Eis sind. Wenn du Attacken und Pokémon dieser Typen einsetzt, drückt er sie in greifbare Nähe. Ach ja, in dieser Arena kommt man übrigens nur weiter, indem man den Kanonen hineinkriegt. Du kannst aus vielen Richtungen hineinklettern. Okay. Also Leute, das, was hier so mit Kanonen unterwegs ist, ne, das sehen wir dann im nächsten Part. Ne? Machen wir in der letzteren Blatt und dann geht's weiter. Und vielleicht sogar schon nächstes Teammitglied, ne, oder halbwegs nächstes Teammitglied. Wie auch immer. Leute, wir hören uns dann. Bis dann. Ciao.